Willkommen zu Borderlands The Pre-Sequel Endlich Platin. Ja, bei dem Spiel war es ja auch lange, lange Zeit. Da habe ich wirklich sehr lange dran gesessen, weil The Pre-Sequel habe ich nicht so intensiv gespielt halt wie Borderlands 2. Das habe ich ja richtig intensiv gespielt, aber The Pre-Sequel nicht so. So, mir fehlt nur noch eine Trophäe und zwar erfülle jede Level 1 Herausforderung. Und ich habe das alles hier gemacht, Stainstone's Liver. Es gab halt zwei, eigentlich eine, die, wo ich sehr, sehr lange dran hänge. Die anderen gingen eigentlich. Und das war einmal das mit der Shotgun. Das haben wir nämlich auch gleich. Es sind noch zwei Stück, die ich machen muss. Kurz gucken. Weil alles, was ihr hier seht, das muss alles auf Level 2. Also müsst ihr das erste Level erreicht haben. Alle Herausforderungen hier. Schilder haben wir. Genau, Raketenwerfer kommt gleich. Das ist, genau, erlege Feind durch indirekten Treffer. Den brauchen wir. Weil damit sich, wenn wir das nämlich haben, auf Maximum, das ist halt das Problem, weil den musst du auf Level 5 komplett erreicht haben, damit sich der Unentdeckte hier, der hier, freischaltet. Das gleiche gilt auch noch für eine andere Waffe. Es gibt auch noch ein paar andere, aber ich weiß sie jetzt nicht mehr. Und zwar Shotgun. Und das war die, fand ich die schlimmste. Kaum zu verfehlen. Töte Feinde aus kurzer Distanz mit Shotguns. 738 Stöcke. Ich habe das hier jeweils immer auf dieser Map hier gemacht. Die beiden fehlen da noch. Weil auf dieser Map Statens Leber. Ja, fängst du hier an, läufst hier durch. Hier, da hinten sind noch ein paar hier Talks. Hierüber. Hier nochmal ein paar Talks und das war's. Pro Run habe ich 5 Minuten gebraucht, 5 bis 6 Minuten. Und es sind jeweils immer so 60 bis 70 Kills, je nachdem. Ich habe das natürlich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gemacht, dass die Gegner auch One-Hit sind. Dass die Gegner auch natürlich One-Hit sind, damit es halt so schnell wie möglich geht. So, fangen wir an. 12 Stück noch mit der Shotgun. Welche Shotgun ich hier habe, das ist einmal, ja... Social Camping Man. Ries wird sich das merken. Die bekommt ihr durch, durch die Gearbox Schlüssel sozusagen. Wenn ihr halt Tales from the Borderlands gespielt habt. Und wohin jetzt? Das ist gar nicht mal so schlecht hier. So. Oh, los geht's. Ja, ihr müsst so nah wie möglich am Gegner ran und den dann da schießen. Ich weiß nicht, wie nah man muss. Deswegen renne ich immer direkt auf die Leute zu. Oh, mein Controller ist schon wieder leer. Das sieht, glaube ich, letzter Zeit immer wieder bei der Aufnahme. So. Oben ist noch einer. Komm her. Raider sind immer nervig, weil die immer weglaufen manchmal. Hier ist auch noch ein kleiner. So, dann gehe ich immer weiter hier runter. Springen auf den Balkon, weil dort kommen die ersten Gegner. Hinter uns kommen sie durch die Tür. Oh, ich hab sie. Wir haben Herausforderungen. Ja, wartet mal kurz. Weit, weit hinten. Siehst du, haben wir die nämlich auch. Weit hinter den Hügeln. Ich darf. Oh, wie weit habe ich das denn geschafft? Okay, sehr schön. Erste Herausforderung gemeistert. Jetzt fehlt nur noch Begleitschaden. Das ist mit dem Raketenwerfer Gegner zu töten mit indirekten Treffern. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Schuss mit. 8 Schuss. Wie gesagt, ihr dürft nicht direkt treffen, den Gegner. Dann funktioniert das. Okay, jetzt muss ich gleich einen Laden finden. Ist hier einer in der Nähe? Das weiß ich gar nicht. Naja. Ein traumhafter Kill. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Aber zählt er, oder? Ich hoffe noch. Nicht, dass es... Ja, nur noch 3 Stück. Wo bin ich eigentlich? Wenn ich mich nicht irre, müssten da oben 2 Läden sein. Hoffe ich jetzt. Beim Ausgang. Okay, oder auch nicht. Das ist natürlich doof. Ist hier keine... Gibt es hier keinen Laden in der Nähe?
Ja, okay, dann müssen wir schnell mal uns einen Laden suchen. Hat jemand Kugeln für mich? Natürlich nicht. Müssen wir uns schon mal einen Laden suchen, hier Raketenwerfermunition zu finden und dann nur noch 3 töten. Und das Ganze werde ich jetzt demnächst, das ist das Schöne, ich habe das Borderlands Pre-Sequel habe ich auf allen Konsolen. Ich habe es auf der 3, also Borderlands die komplette Edition halt. Also Borderlands 2 und. Habe ich auf PlayStation 3, PlayStation 4 und PC. Und The Pre-Sequel werde ich jetzt auch nochmal für die 3 platinieren. Da ist es das Schöne, dass es richtig einfach wird für mich. Denn ich kann die Charaktere, die ich hier gespielt habe, sozusagen rübernehmen auf die 3 oder auch umgekehrt von der 3 auf die 4 rüber transferieren. Und das heißt, wenn ich das hier gemacht habe mit den Badass-Herausforderungen, sollte das laut Informationen gehen, dass ich dann nur noch irgendeine Herausforderung abschließen muss, egal welche. Und dann kommt die Trophäe von automatisch. Und dann muss ich die nicht nochmal machen. Und das ist das Gute. Wo fahre ich überhaupt hin? Da war doch ein Laden. Und da waren auch Gegner. Und das zählt auch für Quests und vieles mehr. Also, das ist halt das Schöne. Komm ich da hoch? Ja. Ernsthaft? Hier ist kein... Oh, okay, jetzt mache ich das anders. Gehen wir nach Concordia. Da ist auf jeden Fall ein Munitionsladen. Ich dachte, da war auch einer. Ja, das ist halt der Nachteil. Bei Borderlands 2 war das nämlich nicht der Fall. Wenn du nämlich auf den leichten Schwierigkeitsgrad reingehst. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier verkaufe. Brauche ich nicht. Siehst du, na, damit können wir Munition kaufen. Wie viel? 12 Schuss, das reicht. Dann, wenn du bei Borderlands 2 nämlich auf den leicht wieder reingehst, also auf normalen Schwierigkeitsgrad, kosten die Raketenwerfermunition dann nicht so viel. Hier ist das angepasst. Deswegen ist das hier ein bisschen schwieriger gewesen mit den Zusammenfarmen. Ah, hier sind ein paar Gegner jetzt. Oh. Hört euch das an. Begleitschaden. Da ist sie, Herausforderer. Und Borderlands Verteidiger rund um irgendwas. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wurms. Verteidiger Runde 1.5. Sehr schön. Jetzt haben wir Borderlands The Pre-Sequel auch endlich auf Platin. Das hat ewig gedauert hier. Weil, wie gesagt, Borderlands The Pre-Sequel hat mich nicht so sehr gefesselt. Die Story war natürlich geil. Empfehle ich euch jeden. Aber Borderlands 2 fand ich halt schöner. Somit haben wir dann... Borderlands Pre-Sequel. Ach ja, Sly 3, 3 habe ich jetzt für die Vita jetzt auch fertig gemacht, aber Vita kann ich nicht aufnehmen, tut mir leid. Borderlands Pre-Sequel auf 100%, natürlich auch mit DLCs alle zusammen. Und mal gucken, ich werd das gleich mal testen, wie das funktioniert hier, wie ich die Charaktere hochlade und dann auf die PlayStation 3 rüber kriege. Und dann wird nämlich auf der 3 das nämlich auch nochmal platiniert. Siehst du, Doom. Ach ja, Doom hatte ich einmal reingeschmissen, aber nie gespielt noch, so wirklich. Gut. Somit verabschiede ich mich von hier aus und wir sehen uns dann in der nächsten Platin wieder. Also bis dahin. Ciao.